weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Und zwar in Gestalt der Wirtin Josefa und ihres Zahlkellners Leopold. Mit den Gästen aus Berlin kehren auch allerlei Gefühls- und Liebesverwirrungen ein, aber dennoch bleibt die ganze Welt himmelblau. Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schaue. Es geht ja im Rössel um Deutsche und Österreicher und wir haben die gemeinsame Sprache, die uns aber trennt. Oder es gibt sehr viele Missverständnisse zumindest. Und die Uraufführung war 1930 in Berlin, wo die Deutschen auf die Bühne geschaut haben und Österreicher und Deutsche zusammen gesehen haben. Und hier ist es ja umgekehrt. Hier ist interessanterweise ein österreichisches Publikum, das auf die Bühne schaut. So paart sich im Weißen Rössel augenzwinkernd eine österreichische Alpenidylle mit dem Berliner Großstadtflair. Eine Mischung aus Lustspiel, Schwank, Operette und Revue. Und mittendrin ein sehr verliebter Leopold. Leopold ist die Königsklasse. Man ist nah am Publikum, man darf komisch sein, man darf ernsthaft sein. Es ist ein bisschen tragisch, man darf tanzen, man darf viel spielen. Es ist sehr eine schauspielerische Rolle. Man darf sehr viel singen, es sind tolle Schlager dabei, es ist eine geniale Rolle. Die Rösselwirtin ist eine resche, herzige, leibliche, erdige Frau, so sehe ich sie. Ein Charakter, den ich schon lange hinterhergejagt bin und jetzt hier in Klagenfurt hat, ist gelungen, dass ich das spielen darf. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und so ist es auch bei ihr, sie läuft da eigentlich anderen Träumen nach. Und Kaiser Franz Josef ist sich sicher, es war sehr schön und hat ihn sehr gefreut. Das Besondere am Weißen Rössel ist für mich, dass ich in ein Fach hineinsteige, das man sich leisten kann, wenn man so alt wird wie ich. Und das ist der Kaiser. Und es gibt keinen größeren, wenn man aus der damaligen Zeit sich versetzt in die damalige, dann ist der Kaiser der höchste Mann gewesen im Reich. Der deutsche Moderator und Comedian Ralf Morgenstern gibt den schönen Sigismund und die bezaubernde Kathi. Das ist sehr schön. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass endlich Klagenfurt rief. Nein, es war, ich kenne das Theater nicht persönlich, aber von ganz vielen Kollegen, die hier schon gearbeitet haben, eben gesagt, also wenn Klagenfurt, dann, wenn dich jemand fragt nach Klagenfurt, dann mach das. Und ja, natürlich, ich bin dabei als schöner Sigismund. Also ich meine. Im Weißen Rössel am Wolfgangsee gibt es ein Happy End und das für alle. Noch bis zum 22. Februar im Stadttheater Klagenfurt.